Alex. Moin Leute, Ahrensburger Alex. Wie immer hier willkommen zur 40. Folge von Der Weg zum Ruhm. Oh ja, die sollte ja eigentlich schon am Freitag kommen. Ich habe sie auch schon am Donnerstag aufgenommen, kurz bevor ich gestreamt habe. Im Grunde lief es so ab, ich habe das Pack-Opening aufgenommen, direkt danach Der Weg zum Ruhm und direkt danach habe ich gestreamt. Und nach dem Stream wollte ich mein Video schneiden und was kommt dann? Mal wieder etwas sehr Tolles. Das Gameplay war nicht mehr synchron. Plus dazu hat es zig Bildfehler gehabt. Ich weiß echt nicht, was in letzter Zeit mit meiner Technik abgeht. Auf jeden Fall deshalb kommt heute die 40. Folge und um 18 Uhr zur gewohnten Zeit die 41. Folge. Und zur kleinen Info für euch, in der Aufnahme, die ja defekt war, habe ich zwei Matches gespielt, weil der Gegner nach 45 Minuten gequittet ist. Der zweite ist, glaube ich, in der 60. Minute gequittet. Hatte, glaube ich, nach der Folge insgesamt 10 Special-Karten gehabt, genau. Weil wir konnten hier einmal die 4 Upgrades aus der letzten Folge nutzen, aus der 39. Plus dazu habe ich mir noch 6 weitere verdient. Das heißt theoretisch, dass die 41. Folge wahrscheinlich die letzte wäre. Oder vorletzte, eher gesagt. Aber wie schon gesagt, da das Gameplay ein bisschen im Arsch ist, nehme ich das Ganze jetzt mal von vorne auf. Und das heißt, dass wir jetzt erstmal 4 Upgrades machen dürfen. Danach machen wir ein Match und danach gucken wir mal, wie weit wir sind. Also wollen wir noch gar nicht erst lange Zeit verlieren, sondern wir wollen direkt die 4 Upgrades machen, die wir uns in der letzten Folge verdient haben. Auf der linken Seite wird André Schürrle gehen und dafür kommt wer rein? Glubschi Pupschi, ich meine natürlich Mesut Özil. War die beste Variante, die ich für die linke Seite gefunden habe. Es gibt auch noch Schürrle-Inform, aber mit dem stellen wir gleich was anderes an. Und zwar, der kommt in den Sturm. In der letzten Folge, beziehungsweise die Aufnahme, die verloren gegangen ist, beziehungsweise defekt war, hat er in 2 Spielen 6 Tore gemacht. Bin ich mal gespannt, wie er jetzt spielen wird. Auf jeden Fall, das war unser zweites Upgrade. Dann werden wir uns von Hövedes verabschieden, hat recht wenig Tempo und deshalb habe ich mir gedacht, müssen wir unbedingt ein bisschen an Geschwindigkeit zulegen und reinkommt dafür dann. Team of the Season Janschke mit 78er Pace ist aber gerade mal 1,77 groß, aber wir wollen mit denen eh keine Kopfballduelle gewinnen, wir wollen einfach nur hinterherkommen. Das heißt, dass wir das ein oder andere Mal hoffentlich die Stürmer vom Gegner einholen können. Auf jeden Fall sind wir aktuell bei 3 Special Karten und unsere vierte Special Karte, unser viertes Upgrade wird sein Team of the Season Thomas Müller. Oh mein Gott. So eine krasse Karte, ist eigentlich ein Mittelstürmer, hat auf jeden Fall 88 Tempo, 96 Schuss, 95 Passen, 89 Dribbling und 82 Physis. Bei einer Gesamtwertung von 94. Auf jeden Fall, das waren unsere 4 Upgrades und ich würde sagen, wir legen doch direkt los und schauen wir mal, was wir mit Müller und Co. anstellen können. So, nach einer Viertelstunde haben wir endlich einen Gegner gefunden und der hat ein Bundesliga BBVA Mix. Nicht alle Spieler kommen auf eine volle Chemie, wie zum Beispiel Matic und Sanchez da vorne. Dann wollen wir nochmal gucken, wie es jetzt laufen wird mit Müller. Da Müller ist so eine krasse Karte. Ich habe den zusammen im Sturm mit Team of the Season Griezmann und das ist einfach nur ein Traum, was die machen. Jetzt muss es aber fallen, das Tor. Da fällt das Tor nicht. Das war Pfosten. Verdammt. Bisher nach 12 Minuten gab es eigentlich wenig Chancen für mich. Es ist kaum ein Durchkommen da. Aber da haben wir doch noch nicht das erste Tor. Das ist fucking Courtois. Der ist so stark. Und Müller. Ach nein. So, Müller. Müller. Schon wieder Courtois. Weh. Erster Angriff. Und erstes Tor, verdammt nochmal. So, Schürrle, was in der kaputten Folge alles richtig gemacht und richtig gut gespielt, aber jetzt. Okay, faul, faul. Der Ball ist. Was? Ey, dass du manchmal in FIFA 2 Balken brauchst und manchmal 3, ist es echt ein bisschen komisch. Oh, das war gut. Och, Courtois. Dieser verdammte Courtois da hinten, ich hasse ihn. Als Gegner zumindest. So, Schürrle. Ach, da ist. Wer ist denn das da, der so schnell ist? Oh mein Gott! Müller jetzt vielleicht mal blocken und halten und blocken und halten. Alles! Jetzt vielleicht mal Reus. Reus! Das ist schön! Endlich mal ein Tor! Schön, das ist wunderschön. Schön, das ist wunderschön. Wurde ja auch langsamer Zeit. Wir haben 9:1 Torschüsse schon. Nach 40 Minuten. Oh, wir haben gut. Frage ist, was machen wir jetzt? Machen wir Bodyfeint und dann machen wir Balldrehung und Ballrolle und Co. Und wir haben noch den Ball. Genau, das war mein Plan. Und Courtois. Jetzt. Das müsste es 2:0 sein. 2:1. So, Reus.
Reus, bitte! Nee, ey. Langsam ist auch mal gut. 1-1 zur Halbzeit. Wir haben 12-1 Torschüsse und 17-2 Schüsse. Und da gerade mal ein 1-1. Jetzt müssen wir unbedingt mal Eier machen. Jetzt müssen wir unsere Chancen mal nutzen. Und Courtois muss mal aufhören zu halten. Das ist echt übertrieben, was der hält. Jetzt kommt bei ihnen sogar noch Dumbia. Das macht das Ganze ja noch deutlich angenehmer für uns. Schürrle. Schürrle. Oh, direkt auf den Keeper geschossen. Oh, da sollte er gar nicht hin, aber egal, 2-1 durch Reus, der sollte eigentlich auf Schürrle gehen, aber ich meine, am Ende war es ein schönes Tor, also. Da haben wir endlich das 2-1, langsam nutzen wir unsere Chancen. Ich habe jetzt in der zweiten Halbzeit noch nicht so viele gehabt, aber ich habe sie genutzt, die paar, die ich hatte. Also die Chancenverwertung ist deutlich besser als in der ersten Halbzeit. Das ist das unglaubliche Zuspiel von Adler, das war einfach der Hammer. Oh. Oh, ich dachte, der wäre drin. Ja, gut, es kommt jetzt so ein Spiel auf Reus. Das ist doch langsam, ey, das übertreibt man nicht. Gott, mal bitte, übertreibt man nicht. Mal Flankenwechsel. Oh Gott, ey. Er verkackt die Annahme. Toll gemacht. Ja. Jetzt aber. Nein, Pfosten. Jetzt noch mal in die Mitte. Oh, kommt da auch nicht hin. So, Müller ist vorbei. Müller mit dem Tor. Geht doch. 3-1. Kommt schon, Jungs. Ein Ding müssen wir noch machen. Dann haben wir zwei Upgrades. Und natürlich. Jetzt müssen wir so langsam unsere Chancen nutzen. Was sind jetzt schon wieder? Warum drücken die so oft auf Pause? Jetzt. Auf Müller. Müller macht das Ding. Zum 4-1. Das sind aktuell zwei Upgrades. Endlich nutzen wir unsere Chancen. Da haben wir doch aktuell die wohlverdienten zwei Upgrades, aber es ist noch nicht vorbei. Oh, Gündogan, sehr gut gemacht. So, Schürrle jetzt nochmal. Schürrle! Vorbei. Aber dazu ist das Spiel auch vorbei. Wir haben mit 4-1 am Ende doch noch gewonnen, konnten in der zweiten Halbzeit unsere Chancen endlich mal nutzen. Haben am Ende sogar 24-5 Schüsse und 17-2 Torschüsse. Also wir hätten da echt mehr draus machen müssen. Trotz der schlechten Chancenverwertung konnten wir am Ende gewinnen und uns zwei Upgrades verdienen. Das heißt also, dass wir nachher zwei neue Special-Karten ins Team holen können. Und wer das sein wird, das werdet ihr natürlich um 18 Uhr sehen bei der Weg zum Ruhm Folge 41. Das war's auf jeden Fall jetzt von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst natürlich nicht, das Video mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns nachher. Tschüss!